Hallo, meine lieben Elite Dangerous Freunde. Ich bin kurz vor dem Besuch meines dritten Ingenieurs namens Kit Fowler. Zu diesem Zweck habe ich mich ins Capuya-System bewegt und zurzeit befinde ich mich auf der Wilhelm-Station, weil, bevor ich den guten Mann besuchen kann, ich hier bei der Bar, beim Barkeeper, noch ein bisschen etwas loswerden muss. Aber schauen wir uns das Ganze doch im Detail an. Rufen wir mal über den Inside-Hub die Ingenieure auf und gucken mal nach. Wir wollen zu einem Mann namens Kit Fowler. Der ist spezialisiert, wie ihr seht, für Anzüge, Ausrüstungen und Stärke. Und genau deswegen will ich ihn besuchen, denn ich möchte meine beiden Anzüge, den Maverick-Anzug als auch den Dominator-Anzug, mit einer zusätzlichen Modifikation ausrüsten, die mir eine 25%ige schnellere Schildregeneration erlaubt. Davon verspreche ich mir einiges, denn wenn man am Flüchten ist mit dem Maverick-Anzug bei irgendwelchen Aufträgen, bei Siedlungen, dann wäre es gut, wenn er schnell nachlädt. Und das gleiche gilt natürlich für den Dominator-Anzug, wenn man da in solchen Kampfmissionen unterwegs ist. Da kann eine schnellere Schildregeneration schon so einiges ausmachen. Dafür habe ich mir das Material ja bereits zusammengesammelt. Ja, und jetzt müsste ich ihn nur noch besuchen. Eigentlich würde ich das System erst wieder bekannt gemacht kriegen vom Spiel her, wenn ich, ihr seht es im Log, den Zugang erreicht habe, indem ich beim Bartender 10 Umfrageergebnisse verkaufe. Das Spiel hatten wir ja schon mit dem anderen Ingenieur. Bei Wellington Beck war das ja auch so. Da musste ich jeweils 25 Katzenmedien, Multimedia-Medien und klassische Medien verkaufen. Und dann erst wurde mir das System bekannt gegeben. Ich habe halt über Inara schon mal nachgeschaut und mich in das System auf eine Station hier direkt begeben. Und genau das machen wir jetzt auch. Jetzt gehen wir direkt mal hier zum Bartender und verkaufen die Umfrageergebnisse. Ja, ich hätte da was. Augenblick. Haben Sie was zum Verkauf anzubieten? Ja, habe ich. Wenn Sie Waren haben, habe ich Credits für Sie. Das ist schön. Umfrageergebnisse, das sind ja Daten. Wo haben wir die? Das wird wieder schwierig, die zu finden. So, da bin ich wieder. Jetzt muss ich mich doch tatsächlich erstmal schlau machen, weil überall werden diese Dinge anders genannt. Englisch, Deutsch und durcheinander. Meinungsumfragen meint aber Umfrageergebnisse. Das ist also das Material, wovon ich nun 10 Stück hier verkaufen muss. Dann machen wir das. So. Alles klar, Verkauf bestätigen. Ein fairer Preis finden Sie nicht auch? Ja, Preis ist weniger relevant. Kann ich Ihnen sonst noch behilflich sein? Nee, im Moment leider nicht. Ich komme aber nachher wieder bei mir vorbei und dann trinken wir gemeinsam ein Bierchen. Ne? Alles klar, tschüss. Sie zählen zu meinen Lieblingskunden. Ja, ist schon klar. Ja, dann können wir doch ab ins Schiff und hoffentlich unser Männchen gleich besuchen. Kann natürlich sein, dass ich jetzt erst gleich mal wieder einen Relog machen muss, bis das Spiel kapiert hat, dass ich also die Anforderungen durch den Verkauf erfüllt habe. Aber ich setze mich derweil schon mal ins Schiff und mache dann einen Relog und dann sehen wir weiter. So, an Bord gehen. Alles klar, kurze Pause, bis gleich. So, da bin ich wieder. Und hat tatsächlich genau so funktioniert, wie ich es mir dachte. Einmal kurz Relog und schon gab es auch die Einladung und damit die Freigabe zum Ort. Ja, und der ist natürlich hier gleich im selben System, im Capuya-System. Und der Hafen, wo wir hin müssen, heißt The Last Call. Ist 251 Lichtsekunden von hier aus entfernt. Ja, und da freue ich mich natürlich schon drauf. Zwei schöne Anzugmodifikationen, die ich mir hier zulegen werde, von denen ich mir so einiges Positives erhoffe. Ja, dann mal los, ne? Auf geht's. Wow, hier ist ja richtig was los hier. Rasantes Manöver.
So etwas mag ich doch. The Last Call. So, komm. Gib Stöffchen. Und Zeitschrift. ...251 Lichtsekunden. Die können wir doch auch gerne gemeinsam fliegen. Warum denn nicht? Vielleicht können wir ja unterwegs noch ein bisschen was Nettes kennen. Wer weiß. Und den Planeten, den kennen wir garantiert auch noch nicht. Werden wir natürlich auch wieder im Detail scannen. Und dann freue ich mich auf den Besuch bei Kit Fowler. Wo verweist er mich denn hin? Wenn ich das Material zusammen habe, dann bekomme ich von ihm eine Einladung zu Jaden Bond. Die hat auch nette Dinge, die ich brauche, nämlich Audiomaskierungen. Und zwar in dem Falle die Dämpfung für meine Ferndistanzwaffe außerhalb von Gebäuden. Das ist natürlich auch eine feine Sache. Mit der Verbesserung des Fernglases verspreche ich mir da einiges von. Und deswegen brauche ich die gute Dame. Und gleichzeitig bietet sie auch etwas an für meine Schrotflinte, nämlich die verbesserte Hüftgenauigkeit. Mit der schieße ich nämlich sehr gerne aus der Hüfte. Und da wäre eine etwas höhere Präzision schon in Ordnung. Könnte ich mir also gut vorstellen. Ja, dann habe ich noch so einige andere Dinge vor. Meine Ferndistanzwaffe ist ja bereits mit einer Modifikation ausgestattet für den weiteren Fernschuss. Von 100 auf 150 Meter. Jetzt hast du noch zusätzlich die Fernrohrverbesserung. Und der hätte ich dann gerne noch den Kopfschussschaden verpasst. Genauso wie meine Pistole diese Modifikation bereits hat. Und die kommt eigentlich immer gut, muss ich gestehen. Jetzt hast du noch ein Fernrohr. Und deswegen möchte ich auch der Pistole noch einen etwas besseren Weitschutz gönnen. Das also ein bisschen weiter schießen kann, ähnlich wie das Ferndistanzgewehr, natürlich auf die Entfernung angepasst. Und noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Ihr seht, es gibt also noch eine Menge zu tun, aber so soll das ja schließlich auch sein. Und dann freue ich mich schon wieder auf neue Kampfmissionen. Aber wenn ich jetzt hier alles mal fertig habe und ein bisschen was getestet habe von den neuen Modifikationen, dann werde ich mich auch dem Thema Mining mal wieder widmen. So. 4 Sonden brauchst du, sollst du haben. Auf geht's. Habe ich mir fast gedacht. Bis jetzt war auf all diesen Planeten, wo die Ingenieure sitzen, immer jede Menge gute biologische Sachen zu finden, die ich dann auch der Reihe nach irgendwann in einer Mission, wenn ich mal wieder Bock habe, mich mit dem Buggy auf dem Planeten runterzulassen und ein bisschen erforschen, rumfahren, Gelände genießen, Lichtstimmungen einsaugen und so weiter. Dann werde ich das mal wieder mit einer biologischen Erkundungstour kombinieren. Dann weiß ich ja auf jeden Fall, dass die letzten 3 Planeten von den angeflogenen Ingenieuren mir auf jeden Fall was bieten. Er hier zum Beispiel schon mal 3 Stück auf einmal. Das lohnt sich. So, jetzt lohnt sich aber zunächst mal eine vernünftige Landung und einen netten Besuch und 2 geniale Aufrüstungen, die mir den Schild schneller aufbauen lassen. Und zwar um ganze 25%. Und das ist ja schon mal ordentlich was. Haben wir hier eigentlich Tag? Nein, wir haben auch wieder Nacht. Das ist wirklich gemein. Alle Ingenieure werden bei Nacht besucht. Gut, dann können wir ja auch gleich mal das Licht anmachen. Und auch die Nachtsicht. Aber der Analysemodus tut ja auch etwas Gutes für uns. Da sehen wir wenigstens, wo wir runterkommen.
einmal Landeerlaubnis, bitte. Okay, 02. Schauen wir mal, wo wir das finden. Da hinten ging jetzt was an. Könnte das 2 sein? Hm. Ich kann es nicht ausmachen von hier oben. Bin noch zu weit oben, muss ein bisschen runter. Ist wirklich schlecht zu sehen. Ja, ist ja gut. Wo ist die 2? Das ist 3, das ist sie nicht. Da hinten ist 2, alles klar. Dann Fahrwerk raus. Okidoki. Und schön runter. Jawohl, das ist ein guter Winkel. Klappt. Prima. Goodie. Einmal auftanken. Und rein in die gute Stube. Da genau, da müssen wir hin. The last call. Letzte Tankstelle vor der Autobahn oder so. Und Marsch, Marsch. So, da sind wir doch. Mhm. Schade, dass die alle absolut identisch aussehen. Da hätte man vielleicht auch mal so ein bisschen Abwechslung reinbringen können. Aber naja, okay. Sieht trotzdem nett aus. Ich sage Ihnen nicht, woher ich meine Info... Moment mal, Sie sind Kundschaft. Vergessen Sie, was ich gesagt habe. Alles klar, ne? Okay. Willkommen in meiner Basis. Ich werde einen Background-Check und einen biometrischen Datenscan durchführen und die Resultate lokal abspeichern. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, können Sie ja wieder gehen. Aber Sie haben ja wohl nichts zu verbergen, oder? Nee, zu verbergen habe ich nichts, aber das sind also Methoden, das erinnert mich sehr an Facebook, aber okay, das ist eine andere Geschichte. Was hast du denn so im Angebot? Ich möchte gerne meine Raumanzüge modifizieren. Das wäre genau mein Wunsch. Dann lassen wir mal gucken, ne? Und zwar den Dominator-Anzug. Das wäre auch die letzte Verbesserung, die ich hier dran bauen kann. Genau, die schnellere Schildregeneration. Manchmal wird es da draußen eng. Das hier sollte helfen. Ja, das denke ich mir. Von 2,48 auf 3,10, das ist schon mal ein ordentlicher Sprung. Das Marmor kostet 750.000, das ist ja gar nichts. Die Qualität der Ausrüstung sollte man nie unterschätzen. Ja, da hast du recht. Okay. So, und weil das so schön war, machen wir das bei dem Maverick-Anzug ganz genauso. Damit ist auch er vollständig. Manchmal wird es da draußen eng. Das hier sollte helfen. Richtig. Wir haben also beides die Kampfbewegungsgeschwindigkeit, damit wir schnell genug laufen. Er hat die zusätzliche Rucksackkapazität, die verringerte Werkzeug-Batterieverbrauch fürs Schneiden und so weiter. Und bekommst jetzt auch noch die bessere Regeneration. Die Qualität der Ausrüstung sollte man nie unterschätzen. Okay, ist auch ein ordentlicher Sprung nochmal und ja, finde ich in Ordnung. Alles klar, supi. Also nicht? Dann möchte ich gerne von dir einem weiteren Ingenieur vorgestellt bekommen. Ich habe zunächst einen Vorschlag zu machen. Es gibt viele Wege, um zu spionieren und man kann nicht genug Augen und Ohren haben. Wenn Sie mir Überwachungsausrüstung bringen, könnte ich Sie an eine Geschäftspartnerin verweisen. Ach, was du nicht sagst. Okay, dann machen wir das. Da habe ich ja doch reichlich, wie ich sehe, 17. 5 willst du haben. Nein, die kann ich gerade so entbehren. Ich weiß Ihren Beitrag zu meiner persönlichen Sicherheit zu schätzen. Also, es gibt nur wenige Leute in der Galaxie, denen ich traue.
Jaden Bond ist eine von ihnen. Und ihre technischen Arbeiten sind womöglich noch besser als meine. Ich schicke Ihnen Ihre Daten, falls Sie Kontakt aufnehmen wollen. Da bin ich dir aber sehr verbunden. Also, war mir ein Vergnügen. Bis demnächst vielleicht. Tschüss. Immer auf Verfolger achten. Ja, ja, ganz klar. Mach's gut. Ja, und der übliche Platz, nicht? Wie immer. Ich möchte hier gern einmal mich platzen. So, und dann werde ich ganz in Ruhe meine Agenda mir anschauen und eine neue Wunschliste basteln. Ja, und demnächst sehen wir uns dann wieder, wenn die Action losgeht. Also, macht's gut, tschüss!